Wie viel Uhr haben wir? 8 Uhr? Oder nee, 8:30. Lüge! Wir sind um 8 aufgestanden, machen jetzt eine halbe Stunde einen lockeren Lauf. Hier ist Shay am Strand. Genau, dann kommt der Jan und dann geht's 3,5 Stunden aufs Rad. Und das wird Shay. So, was gibt es zum Frühstück? Rührei, Sandwiches, Müsli, Kaffee. Spiegelei, achso, Spiegelei. Rührei. Kein Rührei. Doch, Rührei. Nach alten Familienrezepten. Nach alten Familienrezepten. Schinken, Käse. Normal noch Ketchup immer richtig drauf. Mit Mortadella jetzt? Weiß ich nicht. Zeig mal ganz kurz hier deine Form. Mach Formcheck. Eida, Claudio. Jo, Freunde, was geht ab? Ich bin's. Heute haben wir im Angebot einmal Proteinriegel. Mhm. Von bis, alles dabei. Dann haben wir doch noch ein, zwei Kohlenhydratriegel zum Radfahren. Und dann haben wir uns gedacht, Gummibärchen wären am Schluss auch keine schlechte Idee. Da haben wir noch ein paar Päckchen Powerbar Shots, Power Gel Shots. Gut. Alles keine bezahlte, es gibt noch andere Marken. Also wir haben mehr Zucker hier dabei als Gehirnzellen. Als Gehirnzellen. Wie läuft's? Warum hast du eigentlich so einen fetten Rucksack dabei? Ich hab so Hunger immer. Okay. Zwei Haxen. Drei Leberkässemmel. Zwei Flaschen Rotwein, logischerweise. Ja. Dann noch ein Stück Parmesan. Drei Monate gereift. Was habe ich noch dabei? Piccolinis. Die Blinkdecke. Später in die Sonne. Und. Achso, genau, noch den 500 Gramm Pot Erdnussbutter. Jan, was machst du da für einen Sport? Ich guck mir ein bisschen die Aussicht an. Ah ja. Ist aber auch schön hier zu pinkeln, ne? Ja. Jan, bis jetzt Energielevel? Ist noch okay. Meine Beine sind ein bisschen lädiert von gestern. Aber sonst. Da stehen die Haare zu Berge, den Mann. Das muss man natürlich auch sagen, dass ich hier eindeutig einen Nachteil habe, ja, mit solchen Haaren hier zu fahren. Direkter Vergleich. Mmh. Mmh. Haare wieder auf 3 mm? Nee. Glaube ich nicht. Haare auf Kontostand, ne? Mmh. Stetig wachsend. Aber nicht so gleichmäßig. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Johannes, wie läuft's? Perfekt. Perfekt. Ja, Claudio macht die ganze Arbeit, also ja. Brauche ich nur einen Tag einen Riegel. Anstieg geschafft, ey. Alter, das war brutal, ne? Das ist der Zusammenhang von Jans Schaltung und seinem Penis. Beide im kleinsten Zustand immer noch ziemlich groß. Wirklich sehr geil. Zeig mal, Jans. Oh, richtig schön saftig, oder? Wahnsinn. Ungespritzt hoffentlich.
jetzt kommt eine geile Abfahrt, Leute. Das wird was Geiles. Ich hoffe, ich komme schaut mal da runter. Und darüber. Johannes hat es leider geschmissen, aber nicht so schlimm zum Glück. Und jetzt suchen wir seine Brille, weil die hat es hier sonst wohin gefeuert. Es war eine coole Abfahrt, aber dann habe ich da den Sand gesehen. Ich habe gemerkt, okay, ich muss bremsen, aber im Sand ist schlecht. Und dann war ich zu schnell und wenn wir uns umdrehen jetzt, in den Sand rein und dann in die Rinne und dann da mit den Steinen. Und dann auf die Leitplanke und drüber und Brille verloren, bisschen aufgeschürft. Wie geht's? Gut. Gut. Ich merke ein bisschen die rechte Seite, wo ich gelandet bin, aber sonst läuft noch alles, funktioniert. Alter. Ich glaube halt, dass hier die Stelle und da. Na. Und da. Deswegen immer schön Helm tragen. Schreibt's euch wohin? Hinter die Ohren. Auf die Katze. Auf die Klasse. Wir haben alles erlebt, wirklich. Und schreibt unter die Kommentare, was wir nicht erlebt haben heute. Das will ich nämlich wirklich wissen. UFOs und Aliens. UFOs und Aliens wahrscheinlich. Richtig. Mal schauen, ob es geht. Ich glaube, das Display ist einfach im Arsch. Hier oben eher als... Ich weiß gar nicht, ob wir das ins YouTube-Video reinschneiden können. So, Mittagessen, was gibt's? Reste von gestern. Nudeln mit Tomatensauce, Gemüse. Und Tomaten. Gut. Und dann gibt's noch Schwimmen, oder? Ja, aber erstmal mit das Schläfchen, weil ich bin jetzt auch ein bisschen gerädert. Ich sag's, wie es ist. Ja, das glaube ich. Und gleich noch genudelt. Ob das weiße Shirt jetzt die richtige Wahl ist, ist natürlich die Frage. Ja, da oben, ne? Ist nichts, aber das ist halt das Unterhemd, deswegen. Ach so, ja, okay. So, servus, wir sind jetzt wieder... hier 2,5 Kilometer von unserer Wohnung zum Schwimmbad geradelt. Letzte Einheit für heute auf dem Programm. Nochmal eine Stunde locker schwimmen. Hauptsächlicher Fokus beim Schwimmen hier im Trainingslager. Für mich an den meisten Tagen ist einfach in der Bewegung bleiben, Technik machen. Und weil jetzt heute nach 3,5 Stunden Radfahren und einer halben Stunde Laufen, ist es dann auch das höchste der Gefühle. Zeit, dass wir zu den Jungs kommen und die hoffentlich schon was Gutes gekocht haben für hoffentlich, uns. Hoffentlich, ja.